Ja, herzlich willkommen zurück zu South Park. Ja, ich bin mir wieder mal nicht mehr ganz sicher, wo wir stecken geblieben sind. Aber ich glaube, wir wandern mal los in diese Richtung. Und ich muss echt Mal zugeben, ich bin gucken. fast ein bisschen beeindruckt. Komm zum Kuhn-Versteck. Ich habe eine kleine Überraschung für dich. Kuhnende. Geil. Na, endlich geht's hier weiter. Na komm. Gehen wir da lang. Hier, Pussy Pussy. Schnauze. Oh, hier, was hängt denn da? Hanabi-Walzer. Und guck an, hier. Kopfaufhänger. Das läuft. Das ist ja Wahnsinn. Was ist eigentlich da hinten noch? Kann ich das nicht nehmen? Habe ich das schon genommen? Du weißt, dass sie in einen. Alles bloß. Aha. Okay. Habe ich das schon genommen? Ich glaube ja. Hier war ich schon. Was mache ich hier? Ich muss zu Cartman. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich habe vorhin. Boah, ich habe eine neue South Park Grafikkarte könnte ein paar bestellt. Heldinnen gebrauchen. Ja. Ach so, Moment. Ich gehe aber trotzdem mal kurz zu der Kleinen. Hat die das gesagt? Die Kleine hier? Keine Ahnung. Hallo. Sag Oh was. mein Gott, der Held von Coolstagram! Ich würde auch Verbrecher anfurzen, wenn es nicht so eklig wäre. Okay, alles klar. Das wollte ich eigentlich nur wissen. Das da hinten habe ich schon genommen. Ne. Geölt, Kostenkosten, geölt. Ja, wie gesagt, ich bin ein bisschen durcheinander. Ich habe vorhin stundenlang versucht, irgendwelche Aufnahmeeinstellungen zu ändern. Um irgendwie PUBG aufzunehmen, ohne Ruckler, funktioniert nicht. Jetzt habe ich mir eine neue Grafikkarte bestellt. Mal schauen, ob das was bringt. Ich denke aber schon. Ich habe doch irgendwas habe ich hier gekriegt. Predator-Streifen. Stoffballen. Aha. Habe ich nicht irgend. Ah nee, das waren Spin. Ach, wirklich? Dieser Selbstjustizler ist kein gutes Vorbild Ja, für ja, die ja, Jugend. ja, 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 ja. Was? Ah, oh. Erinnerst du Schneckenpost? Ja, ich erinnere. Ja, ich erinnere richtige Briefe. Und erinnerst du auch noch Schreibschrift? Klar, ich erinnere. Okay, ich spreche mal kurz mit dem. Verbrechensbekämpfung ist kein Spiel. Deinetwegen stirbt noch mal jemand. Verdammt, kannst du nicht einfach zu Hause Comics lesen wie ein normales Kind? Du lässt dich nicht schikanieren, kleiner Superheld, oder? Zumindest nicht allzu viel. Der furzende Selbstjustizler nervt. Ja, du nervst auch. Ich hau wieder ab. Ja, das war nicht so erfolgseinbringend, wie ich es eigentlich ursprünglich dachte. Egal, wir benutzen das. Ich bin zu faul. Kann ich Kannst du wohl? Wir von gehen Nutzen sein? dahin. Los, come on. Bitte schön. Dankeschön. Gut. Das ist Cartmans Haus. Hoppla. Hallo? Oh. Na, ich bin ganz schön verwirrt. Was ist denn los? Hier. Cartman. Wo bist du? Ich komme hier nicht rein. Zugangscode. Hol. Hol. Warum steht der denn da? Scrambles. Schnell. Hä? Warum steht jetzt auf einmal. Nein. Wir können den Super Craig-Film nicht vor der Humankind Okay, Netflix-Serie wie auch machen, immer. Leute. Das ist Quatsch. Naja, wir könnten Super Craig im zweiten Coon and Friends-Film einführen. Das wäre ja voll die DC-Nummer. Das geht nicht. Ah, Arschlord, setz dich. Sorry, könnte ich kurz mit Arschlord reden? Klar doch. Los, komm, Blitzfreak. Ich folge dir, Moskito. Ja, wohin? Wo muss. Hier. Dein üblicher Platz, Arschgesicht. Ach so. Das war hier. Arschlord, ich wollte dir sagen, dass wir entschieden haben, dass du deine eigene Netflix-Serie kriegst, gleich nach der Blitzfreak Fox Miniserie und dem dritten Coon & Friends-Film. Glückwunsch! Yay! Geil! Okay, dann ab mit dir und kümmere dich um deine Mission. Wollte dir nur die Neuigkeit mitteilen. Boah. Was willst du, Neuer? Ich hab dir schon zwei Klassen gegeben. Mehr gibt's nicht.
Doch, oh, gib mir eine. Nein, nein, du bekommst keine dritte Klasse. Neuer? Neuer, nicht mit diesem Dackelblick. Niemand bekommt drei Klassen. Du glaubst nur, weil du mit ansehen musstest, wie dein Dad deine Mom fickt, hast du einen Mitleidsbonus? Tut mir leid. Das wollte ich nicht. Okay, rein hypothetisch. Was für eine Klasse würdest du denn noch haben? Elementarist? Ich krieg noch eine Klasse. Das ist Psychiker. Ja, sehr geil. Assassine. Die Assassine ist spezialisiert auf Angriffe, bei denen das Blut nur so spritzt. Wenn es dann ans Saubermachen geht, verschmilzt er mit den Schatten. Ja. Gadgetmeister. Der Gadgetmeister besitzt eine riesige Sammlung explosiver Spielzeuge aus dem Sky Mall-Katalog, mit denen er Freunde beeindruckt und Gegner zur Verzweiflung bringt. Ja, Was für ein toller Moment für dich. Bist du aufgeregt? Ja, ich bin aufgeregt. Ich glaube, wir nehmen doch den... Ja. Assassine. Assassine. Elementarist. Elementarist. Nee. Blaster. Blaster wäre vielleicht heftig. Keine Ahnung, schwer zu sagen. Psychiker. Assassine. Gadgetmeister. Ja, was? Ein Held braucht auch einen Sinn für Dringlichkeit. Nein, das finde ich jetzt Elementarist. Nicht. Also das will ich nicht. Ich nehme den Gadgetmeister. Bekämpft das Böse ohne Superkräfte. Ja, egal, wir nehmen den. Diese Klasse Wellen. Nee, ich will den nicht. Elementarist, das ist ein wichtiger Moment in deinem Superheldenleben. Ja, ich weiß. Hätte etwas mehr Begeisterung erwartet. Schnauze jetzt. Psychiker. Ich glaube, ich nehme doch die Assassine. Ich kann mich nicht entscheiden. Doch, die kann Bomben werfen, das gefällt mir. Komm, ich nehme die Assassine, ja. Ich hoffe, du kannst Blut sehen. Ja, kann ich sehen, das ist okay so. Okay, aber dann müssen wir deine Hintergrundstory ändern. Oh, Mann. Nämlich, springen wir nochmal in die Vergangenheit, als du noch ein Kind warst. Du konntest nicht schlafen, aber es lag an den seltsamen Lichtern am Himmel. Du gingst zum Spiegel. Ich ging wieder zum Spiegel. Hallo. Ferdilein, Kuckuck. Dort sahst du ein Kind, das vielleicht nicht von dieser Welt war. Und dann hörtest du fremdartige Geräusche auf dem Flur. Oh. Du gingst hinaus und sahst zwei Einbrecher und ein Alien. Du musstest sie mit Hilfe deiner neuen Kräfte aufhalten. Yeah. Als Assassine schärftest du deine Klingen, um das zu tun, was du am besten kannst, töten. Du verlorst keine Zeit. Ein Schnitt und dein nächstgelegener Feind vergoss Blut. Okay. Blutend rief dein Gegner seine Komplizen zu Hilfe. Hey, das Balk hat ein Messer. Oh, scheiße, ernsthaft? Trotz Blutverlust schwang der Eindringling sein Brecheisen nach dir. Du musstest in die Schatten zurückweichen. Okay, ich werde es versuchen. Moment. Zurück in die Schatten, okay? Ja, was denn zurück in die Schatten? Warum denn? Was muss ich tun? Fuck, ich komme nicht zurück. Ich will wieder ins Spiel. Lass mich das Spiel spielen. Ach so, mein Gott. Was zurück in die Schatten? Wohin muss ich denn jetzt? Warum? So, okay, gut. Ich bin unsichtbar, das ist ja geil. Wow! Hey, wo ist das kleine Arschloch hin? Ich bin hier. Verblüfft suchten die Schurken nach irgendeiner Spur von dir. Aber ich war gar nicht da. Ich hatte ein ganz mieses Gefühl. Hätte ich auch, wenn ich leise für deinen nächsten Move rangeschlichen. Oh ja, und der wird heftig. Wirbelschlitzer schleuderte Messer in alle Richtungen. Badadada. Naja. Also der Damage ist nicht gerade heftig. Das ist für meinen Einbrecher, Kollegen! Dem Tode nahe stürzte sich der letzte Verbrecher blutrünstig auf dich. Komm du nur. Oh. Ultimativkraft. Soll ich oder sterben, du oder ihr? Ich muss sie anwenden. Okay.
Ja. Bevor er dich sah, warst du schon wieder in den Schatten verschwunden. Der Junge ist so eine Art Super-Assassine. Das Alien nahm dich bei der Hand und führte dich in einen dunklen Raum. Und da sahst du, dass dein Dad deine Mom gefickt hatte. Boah, das ist ziemlich tragisch. Tut mir leid. Ja. Wollten dir die Aliens mit diesem Anblick helfen oder wollten sie dich provozieren? Man weiß es nicht. Okay, ab mit dir, Arschloch. Du hast noch eine Menge zu tun. Okay. Sprich mit dem Kuhn im Kuhnversteck. Haben wir gemacht. Geil. Hier gibt's mal wieder nichts zu tun, glaube ich. Wir hauen hier ja gleich wieder ab. Soll ich hier noch was einkaufen? Neue Ware verfügbar im Kuhn-Store. Mach 5 Anzug. Ich glaube, sowas braucht keiner. Ich kaufe trotzdem. Ja, ich kaufe mal ein bisschen Zeug. Die Mach 5 Brille. Der Kuhn-Store, danke für deinen Einkauf. Dankeschön. Abgrundur ist von Dämonen besessen, die sich nicht um die Zeit scheren und einen fiesen Clown-Fetisch haben. Okay. Buch der List. Alle Käufe sind bindend. Alle Käufe sind bindend. Optik-Penetrator-Rezept. Gel der Trennung-Rezept. Ach du Scheiße. Edgars Kleber. Ja, was gibt's denn hier noch? Sportflaschen. Tortilla. So, gut. Genug eingekauft. Zurück. Du kommst wieder. Ich komme auf jeden Fall wieder. Ich komme wieder. Okay. Gehen wir noch kurz zu Mutti. Mal sehen, wie es heute läuft. Vielleicht brauche ich dich später nochmal, okay. Mein kleiner Superheld. Ja, ich bin ein Superheld. Ich bin ein Superheld. Und jetzt, wo muss ich überhaupt hin? Aha. Hey, hier ist Blitzfreak. Geh zum Spielplatz. Einer der Freedom Pals will was von uns. Einer der Freedom Paws. Konfrontiere die Freedom Paws auf dem Spielplatz. Das klingt ja saumäßig gefährlich. Ich lass mich da gleich mal hinbeamen. So ungefähr in die Richtung. Kann ich von Nutzen sein? So komme ich da hin, auf jeden Fall. Komm, komm, komm. Renn lieber schnell. Ja, los geht's. Erkunden die Stadt, um neue und mächtige Artefakte zu finden. Ja. Davon wir sehen uns. Haben wir schon einige. Ob die dann auch richtig eingesetzt sind oder wurden, das weiß ich auch nicht genau. Verbessert das Gegengift. Wunderbar. Das kann man immer gebrauchen. Dubi, dubi, dubi. Dubi, dubi, dubi. Hey, willst du Nacktfotos von deiner Mom sehen? Ja, das möchte ich unbedingt. Na, 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 na. Wo ist denn der Spielplatz? Hier ist der Spielplatz. Jetzt bin ich ja gespannt, wer hier was von mir will. South Park könnte ein paar Heldinnen gebrauchen. Aha. Einer der Freedom Pals will sich echt mit uns treffen? In der SMS stand es, wäre dringend. Aber warum sollten die Freedom Pals mit uns reden wollen? Vielleicht. Ist das ja auch eine Falle? Es ist eine Falle. Ganz ruhig, Kuhn, Freunde. Ich bin nicht zum Kämpfen. Tool. Was? Hallo, Toolshed. Toolshed. Lange nicht gesehen. Toolshed ist ein visionärer Gadgetmeister. Und ein verfickter Verräter. Hört mal her. Wunderarsch hat gestern Abend geholfen, meinem Dad den Schlüssel wegzunehmen. Wunderarsch, ich weiß nicht, warum du meinen Dad gerettet hast, aber ich schuld dir was. Das wollte ich dir nur sagen. Du gehörst zwar zum falschen Franchise, aber wenn du je Hilfe brauchst, relanchiere ich dich. Oh, du denkst, Wunderarsch interessiert sich für dich? Du bist bei einem Loser-Pleitegeier-Franchise mit einem Wichser im Rollstuhl als Chef. Wenigstens ist da kein fetter Handy-Dieb. Oh. Ich gehe schon wieder. Timmy! Ist es euch nicht peinlich, dass ihr nur Spuren findet, wenn ihr sie klaut? Wo ist Dr. Timmys Telefon? Sorry, Freedom Pussies, aber diese Info ist geheim. Hört auf, gegen die Handelskammer zu ermitteln. Überlasst es den professionellen Superhelden. Ja klar, ihr seid die professionellen Superhelden. Nur leider haben wir schon einen guten Draht zu Netflix, Mysterion. Nein, habt ihr nicht. Doch, haben wir. Wir sind gerade im Begriff, die Jugendkeit-Netflix-Serie zu starten, also... Timmy, nein, lass das. Nicht. Hör auf damit, Timmy.
Er will mir den Namen aus dem Hirn ficken. Sie haben keinen Draht zu Netflix. Die Freedom Pals haben mein Hirn vergewaltigt. Kauft euch diese Pädophilen. Coon and Friends sammeln. Freedom Pals antreten. Civil War 2 hat begonnen. Civil War 2 hat begonnen. Besiege die Freedom Pals. Ja, ich bin dabei. Ihr habt keine Chance. Gebt auf, bevor es peinlich wird. Okay. Ich hätte vielleicht im Vorfeld noch ein paar Dinge zusammen mixen müssen. Egal, wir geben Vollgas. Was geht hier überhaupt ab? Kann ich hier überhaupt irgendwie, ne, so, ne? Was bringt mir das? Ach, leck mich am Arsch. Ich kann gar nichts machen, oder wie? Oder? Weck mich dann mal auf, wenn ich dran bin. Ja, ich bin dran. Was soll das? Warum starten wir so weit voneinander weg? Oh, und ich habe nichts geändert. Das heißt, ich habe keine neuen Fähigkeiten. Ja, das ist natürlich... Das ist uncool. Kann ich da jetzt noch irgendwas ändern? Ich glaube nicht. Nee, das geht nicht. Ja, das ist dann eben Pech. In der nächsten Runde bin dann. Bin ich schon dran? Ja, ich... Keine Ahnung. Hättest du gerne ein Schraubenzieher-Sandwich, Kuhn? Warum geht... Komme ich an den ran? Ja, endlich. Oh yeah! Du bist so, als hätte das richtig wehgetan. Okay, die sind ganz schön stark. Was soll der Scheiß? Yay, wir dürfen spielen! Gegen Dr. Timothy zu kämpfen ist ein gewaltiger Fehler! Mikroaggression! Mikroaggression! So nicht. So geht's nicht. Den nehmen wir gleich zurück. Dein Zug gehört jetzt Coon and Friends. Mach sie glatt! Glatt, glatt, was auch immer. Was machen die kleinen Belger überhaupt? Ich habe Angst vor denen. Geht da nichts? Warum geht... Warum zum... Komm. Versuch's doch, Wigbert. Du hast eine Art, die richtig geil anzupissen. Tupperdose aktivieren! Der ist sowas von daneben. Hau ab. Du steckst voller Überraschungen, Tupperdose. Vielleicht auch voller Essensreste? Nein. Ja, was... Da geht mal wieder nichts. Ich lass den... Mann, zeig ihm, was du drauf hast! So, jetzt gibt's aufs Maul hier. Komm. Den ziehen wir ein bisschen ran und die da vorne auch. Schlecht, Neuer. Gerechtigkeit kommt ohne Anleitung. Oh. Mit chirurgischer Präzision. Ja. Komm, hau dem da drauf. Der hat's am meisten nötig, glaube ich. Fokus! Hab ich mir die Anstrengung gespart. Wo geht der hin? Aha. Ja! Hau ab! Ja! Dummkopf! Selber Dummkopf! Schlagen wir die Pupsköpfe! Nein, geh weg! Peng, peng, peng! Ja! Du blöder Pupsfurz! Timmy! Du blöder Pupsfurz? Was ist jetzt los? Hallo? Lass unseren Freund in Ruhe! Nein! Nein, das darf jetzt nicht... Oh Mann, das hier auch kommt noch. Mysterio! So richtig scheiße. Beeindruckend wie immer, Mysterio. Timmy! Ja, das könnte eng werden. Braucht jemand eine Faust in die Fresse? Gute Frage, wirklich. Braucht hier jemand eine Faust in die Fresse? Ich glaube, wir müssen den hier ein bisschen... Moment, aber ist nicht... Ah, warum musstet ihr den jetzt verzaubern? War das echt nötig? Entfernt negative. Komm. Kaboom! Sehr schön. Angriffsverstärkung. Hier kommt Superdose! Kampfkraft! Nicht wieder auf mich.
Überaus beeindruckend, Tupperdose. Geht so. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. So, jetzt kommt... Ja, was denn? Ja, mach sie alle. Kuhn! Yeah! Rutsch nicht aus deinen Eingeweiden aus. Wäre schade, wenn du hinfällst und dir wehtust. Ich verlasse mich auf dich. Gut, wer ist dran? Ich bin dran. Was tun? Ah, hier, ein bisschen Pupsi-Pupsi habe ich nicht mehr. Aber das zieht ein bisschen ab. Ich glaube, das werde ich so machen. Ziemlich cooler Move. Okay. Mein Werkzeug ist bereit. Den hätten wir auch gleich... Wow. Du bist ein Werkzeug im Kampf für die Freiheit. Die packe ich. So, der ist weg. Gut. Jetzt wen? Hier. So. Bam! Ein gründliches Fisting. Sehr schön. Ah, jetzt kommt der wieder mit den blöden Kiddies. Yay, wir dürfen spielen. Ach, hau doch. Hier kommt dein Tod. Oh. Das war jetzt nicht so imposant. Die haben überhaupt keine Chance. Der ist auch weg. Ich bin dran. Super Craig, hau dem einfach voll auf. Voll aufs Maul. Ja, so. Wieder Faustschlag! Haha, geiler Bitch-Slap, Alter. Ja. Beam dich wieder weg. Vektoren berechnet. Angriffssequenz beginnt. Oh, mich erwischt's jetzt wahrscheinlich. Reiß dich zusammen. Nee, ich lebe noch. Das ist für Scrambles, ihr Bastarde. Scrambles. Ja, wie komme ich jetzt an den ran? Komm, wir bleiben besser mal hier. Schnapp uns nicht weg, naja. So, und dem hau ich jetzt nochmal aufs Maul. Oh, das reicht ja gar nicht. Oh, der lebt. Scheiße, das ist zu gefährlich. Ja, das ist jetzt unschön. Sehr gut, Wunderarsch. Hallo. So, und du machst jetzt den komplett zur Sau. Das geht es gar nicht. So, jetzt aber endgültig. Ihr Wesen regelt das! Noch ein Feind fällt durch die Macht von Kuhn and Friends. Okay. Schaut alle her! Ich mach gleich was! Schaut alle her! Ich mach gleich was! Ja! Wow! Yay! Komm. Was machst du? Ich kann nichts machen. Das ist ein doofes Spiel. Ja, so geht's mir manchmal auch. Ja, wir haben einen geschlagen. Den hätte ich eigentlich zurückschalten müssen. Mist. Stark. Ich zeig's dir. Das habe ich kaum gesehen. Okay, ich bin dran. Okay, war nicht mehr relevant. Empathieverstärker-DNA. Brainiac-Kostümset. Und ein bisschen Asche. Das gab gut Punkte. Okay. Oh ja. Jetzt haben wir euch zweimal in den Arsch getreten. Ihr seid nichts ohne Wunderarsch und das wisst ihr auch. Wunderarsch, mein Angebot steht. Ich schuld dir noch was. Und wenn du meinem echten Franchise beitreten willst, ruf mich an. Ja klar, ihr Luschen seid DC, wir sind Marvel. Ihr Arschlöcher kriegt doch nur Zack Snyder als Regisseur. Hey, das war echt gute PC-Polizeiarbeit. So nützt man Mikroaggressionen für sich. Komm wieder in den Brewpub. Wir reden dann über deine ethnischen Hintergründe. Geil. Überlebe Toolshell. Toolsheads Hinterhalt. Das war doch gar kein Hinterhalt. Geh zu Crunchies Microbrews. Und das werden wir jetzt auch tun. Das ist ein bisschen weit weg. Da werde ich nicht zu Fuß hingehen. Beziehungsweise nur ein bisschen. Dooby-d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 ooby
na, 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 na. Big Gay Shadow. Den haben wir. Jetzt Nase. Meine schwule Katze Boogie streift so gern durch den Wald. Sie isst so gern an der frischen Luft. Ich liebe sie so sehr. Das ist wunderbar, Big. Wo ist denn hier bitte schön? Die Justizler haben ja was, an das wir glauben können. Sorry, Superheld. Die Bank ist wegen Vulkanausbruch geschlossen. Halt mal das Maul da oben. Der ist schon die ganze Zeit da oben. Was macht der da oben? Wann holen wir den endlich runter? Keine Ahnung. Erst muss ich zu PC Principal. Kann ich von Nutzen sein? Ich muss hier hin. Komm. Ja. Ja. Fantastisch! Yeah. Bis denne. Komm. Hey! Krüppel, hau ab. Komm. So. Crunchy's Micro Brew. Mal schauen, was uns da drin erwartet. Oh, Bier. Geil. Du hast Potenzial. Schön, dass du in der Stadt bist. Reden wir jetzt über deinen ethnischen Hintergrund. Finden wir mal raus, was genau du bist. Ja, gute Frage. Asiate, Hispano, Latino, Pazifik, Inselbewohner, Schwarz, Weiß. Okay, was muss ich da antworten, damit ich keins aufs Maul kriege vom Principal? Ich glaube, ich bin einfach ein Hispano. Hispano-amerikanisch, keine eigene Ethnie. Aber wegen der Probleme bei der Volkszählung lasse ich es zu. Gut. Jetzt muss ich die Ethnie noch holen. Ja, was soll ich sagen? Punjabi ist es. Schotte, Serbe, Skandinavier. Da gibt's ja echt alles. Willst du mich jetzt verarschen? Ich bin doch ein Thailänder, komm. Thailändisch! Herkunft und Ethnie sind was völlig Verschiedenes. Aha. Die Hautfarbe, muss ich jetzt die Hautfarbe noch verändern? Nee, ich bleib doch so, ja. Schön, eine Reise mit vielen prachtvollen Eindrücken. Aha. Ein Hispano-Thailänder, okay, warum eigentlich nicht, ja. Ethnie. Siehst du, das war doch nicht schwer. Da du dich jetzt selbst einordnen kannst, kannst du besser Leute bestrafen, die andere nicht korrekt einordnen. Gut, dass ich jetzt mehr über dich weiß. Jetzt gehen ein paar Ärsche aufreißen. Yeah, Mann. Wirklich, dieser Selbstjustizler ist kein gutes Vorbild für die Jugend. Halt mal dein Maul hier. Du lässt dich nicht schikanieren, kleiner Superheld, oder? Zumindest nicht allzu viel. Was soll der Spruch? Du fängst dir gleich ein. Rück mir nicht so auf. Sag mal, spinnst du? Hoppala. Oh, nee. So. Das muss ich erstmal reichen. Gibt's hier noch Leute, die irgendwie irgendwas... Na, du kleiner Unruhestifter. Siehst fesch aus heute. Ach, keine Ahnung, wo muss ich überhaupt hin? Was muss ich tun? Ich kann's nicht so direkt sagen. Achtung, Kuhn-Freunde! Wir haben alle Infos und sind für die nächste Mission bereit. Alle sofort ins Kuhn-Versteck. Kuhn, Ende! Okay. Dann gehen wir gleich zurück. Dubi-dubi. Dubi-dai. Kehre zum Kuhn-Versteck zurück. Werde ich gleich tun. Jetzt nämlich. Genau jetzt tue ich das. Ich bin der Schnellste in der Stadt. Geil. Hier müssen wir hin. Fantastisch. Bitteschön. Ja, aber ich glaube, das werden wir in der nächsten Folge tun. Ja, genau so tun wir es. Wir tun es so. So tun wir es. Ja, bis dann. Tschüss.